So, willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Ich habe das Spiel neu gestartet, wie angekündigt, und wie wir sehen, können wir diese Montur, die wir aus der Höhle geholt haben, nicht anziehen, sonst wäre sie hier. Hier wird es später noch einige Monturen geben, zum Beispiel die Altair-Montur, Achilles-Montur, die Ezio-Montur, wenn wir sie über Uplay holen. Dann gibt es noch unser Outfit, was wir am Anfang trugen. Also die Kleidung unseres Stammes. Noch viele mehr. So, und wir wollten hier jetzt nach Boston. Gerne würde ich jetzt nochmal ein paar Bootsbeziehungen machen. Aber habe ich doch die falsche Tür genommen. Aber ich wollte ja mit Boston endlich weitermachen. Da gibt es eine Menge zu tun. New York gibt es auch noch. Da war noch ein interaktives Gespräch in der Siedlung. Das machen wir jetzt aber nicht. So sieht's ja ganz clear aus, ne? Aber gleich, wenn wir da sind, dann ist wieder alles voll. Na, da geht die Hauptmission weiter. Also die Story. Wir waren wieder viel zu früh hier. Das letzte Mal. So, hier haben wir ja den Nose geholt. Ich würde jetzt sagen, wir holen den Klunker. Ohne dieses Mal die Wachen zu alarmieren. Oder den Eimer nach. Dann können wir ruhig dahin gehen. Ich wollte euch nicht erschrecken. Kann ich jetzt hier nicht hoch? So, jetzt aber. Zornige Bürger findet man überall in der Stadt. Hier schon runter. Nein, wir gehen jetzt hier hin. Ja, wir machen ja weiter. Der Hund meckert auch schon. Ich soll das jetzt Bay fortführen, nicht weiter sammeln. Aber wir sollten uns beim Gemischtwarenhändler die Karte für Klunker holen. Powivers Haus. Das ist ein ganz normales Haus. Welche Erleichterung! Du bist da! Bitte lass mich dir William Dawes und Robert Newman vorstellen. Dein Brief sagte, dass John Pitcairn auch hier wäre. Ei! Er bereitet einen Angriff auf Lexington vor, wo Adams und Hancock Unterschlupf fanden. Danach will er
nach Concord ziehen und unsere Waffen und Vorräte zerstören. Du musst uns helfen. Das Grenzland. Dann sag mir, wo ich ihn finde, und ich werde das sofort beenden. Er hat Dutzende, wenn nicht Hunderte von Soldaten zur Verfügung. Du kannst dich ihm nicht alleine stellen. Keine Sorge, das musst du auch nicht. Wir haben selber eine ganze Armee, die nur darauf wartet, die Waffen zu erheben. Dann wirst du sie wohl rufen müssen. Nun gut. Du und ich überqueren den Charles River und geben Alarm. William, du nimmst bitte den Landweg und tust dasselbe. Robert, ich brauche dich in Christchurch. Zünde das Signal. Zwei Laternen, wenn der Feind von See kommt. Keine Zeit zu verlieren, mein Freund. Es geht um Leben und Tod. Komm! Connor steht nicht so auf Körperkontakt. April 1775. Ah. Es gibt nur ein einziges Pferd. Wir müssen zusammen reiten. Ja. Du nimmst die Zügel, ich navigiere. Schnell, Connor, steig auf das Pferd! Connor scheint etwas angepisst. Ich führe dich zu denen, die wir alarmieren müssen. Folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig. Ja, wer's Anweisungen folgen und in den um die Miliz zu alarmieren. Wir dürfen keinen offenen Konflikt auslösen. Links! Schade, dass bei den Sequenzen unsere braune Montur hier jetzt nicht angezeigt wird. Das war bei der Ezio-Trilogie nicht so. Da wurde auch angezeigt, wenn wir die Altair-Rüstung hatten oder die Brutus-Rüstung. Reite weiter! Kann ich nicht, das sind Briten. Rotröcke, was machen die denn hier? Das müssen Kundschafter sein. Sei vorsichtig, Connor. Sie dürfen die anderen nicht warnen. Ja, warum reite ich wohl abseits des Weges? Nach rechts, Connor! Los! Weiter! Und er will uns ständig die Stadtteile oben rechts anzeigen, aber da er uns die schon mal angezeigt hat, sind das leere Kästchen. Hier, dann nach links! Du musst nach links, Connor! Ach, hier. Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Okay, welches Haus? Das? Ah. Versteck dich! Du Idiot. Du willst einer von den Sons of Liberty sein. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Lass alle wissen, dass die Rotröcke auf Lexington und Concord marschieren. Die Briten kommen! Zurück in den Sattel, mein Freund. Wir müssen noch mehr Leute warnen. In Deutschland hieß es früher immer, die Russen kommen, die Russen kommen. Und vorhin wurde wieder ein Datum angezeigt am Anfang. Was bedeutet das am 18. April 1775 auch ein historisches Ereignis stattgefunden hat. Genauso wie das Massaker von Boston oder Bostoner Tea Party. Da lang, Connor!
Das ist es. Das ist der Weg. Dieser Weg. Okay. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Vorsicht, Conrad. Es gibt vielleicht noch mehr Kundschafter. Das war knapp. Okay, weiter. Hier, dann nach links. Nach links. Ja, das ist es. Das ist der Weg. Und jetzt kann ich das mal gerne mal verraten. Ich hab's vorhin schon mal gemacht, bis an dieser Stelle. Und dann war dieser Paul Revere hier total verbuggt. Und konnte ich nicht mehr weitermachen. Also, Assassin's Creed 3 hat's mit den Bugs. Du musst nach links, Connor! Lass uns zu Fuß weiter. Dabei ist das doch der 4., 5. oder 6. Patch hier. Hier? Ach so, da. Sag doch, sag das doch. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Sag Bescheid. Die Rotwolke sind im Anmarsch. Sofort! Jetzt. Da lang, Connor! Okay. Da lang, Connor! Ich kann da nicht lang. Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Das ist doch super. Oh oh. Da stimmt was nicht. Wir sind hier falsch. Müssen warten. Und da willst du dich mit den Rotröcken anlegen. Ich nicht. Auch wenn ich weiß, wie das geht. Hier, dann nach links. Lass uns zu Fuß weiter. Das? Das ist es. Das ist der richtige Ort. Die Rotröcke kommen. Hier, wir sind hier. Packt sie. Ne? Du musst. Zeitlimit für das Erreichen Prescotts. 2 Minuten, den Hinterhalt der Rotröcke entkommen und Sam Prescott finden. Müssen die Rotröcke abschütteln. Na komm. Einfach durchs Dickicht. Wir müssen die Rotröcke abschütteln. Das war zu knapp für meinen Geschmack. Lass uns weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Da lang, Connor! Tja, die warten dort sicher auch auf uns. Du musst nach links, Connor! Mann! Jetzt versperren die Bäume einen Weg hier.
Connor! Reite weiter! Lass uns zu Fuß weiter. Muss ja eins dieser Häuser hier sein. Da. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Noch eine Falle. Wo zum Teufel ist der? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich sicher. Prescott? Guten Abend, die Herren. Hör zu, die Rotröcke kommen. Du musst deine Männer sammeln. Und eine Hose anziehen. Sofort. Senker Clarkhaus in Lexington erreichen. So, jetzt brauche ich zum Glück nicht mehr deine Hilfe. Willkommen in Lexington, Connor. Jetzt suchen wir Hancock und Adams. Hier war ich schon mal. Keine Spur von Dawes. Ich hoffe, es geht ihm gut. Na, mal schauen. Paul, Connor. Schön, euch zu sehen. Du musst verschwinden. Die Rotröcke kommen. Ei, wie William sagte, lass sie ihre Suche durchführen. Sie finden nichts. Du verstehst nicht. Pitcairn hat vor, dich zu töten. Ich fürchte, das stimmt. Dann haben wir wohl keine Wahl, als zu gehen. Was ist mit euch? Dawes und ich reiten weiter nach Concord. Connor, am besten bleibst du hier und hilfst John Parker, die Stadt zu halten. Das gibt uns Zeit, alle zu warnen. Der Mitternachtsritt. War schon wieder verbuggt genug. Also jetzt nicht in diesem Versuch, aber davor den Versuch, den ich gemacht habe. Die Aushebung der Miliz. Die jüngsten Ereignisse, so turbulent und eindrucksvoll sie auch waren, hätten ohne die Anstrengungen einiger weniger Reiter, welche die Städte alarmierten und die Minutemen zur Erfüllung ihrer Pflicht riefen, keine siegreiche Wendung nehmen können. Dieser Reiter mit Paul Revere und William Dawes an der Spitze wurde von Dr. Joseph Warren ausgesandt. Er hatte aus unbekannten Quellen erfahren, dass in jener Nacht ein Regiment nach Lexington marschierte, das die Anführer der Söhne der Freiheit, die dort übernachteten, gefangen nehmen sollte. Die Rotröcke sollten dann nach Concord weiterziehen, um verschiedene dort versteckte Waffen sicherzustellen, einschließlich die auf Barretts Farm. Dr. Warren konnte nicht riskieren, dass die Verbreitung der Nachricht an die Gemeinden scheiterte. Also ließ er sie klugerweise über mehrere Routen gleichzeitig verbreiten. Zu Beginn verließ Dawes Boston über den Boston Neck, wandte eine List an, um durch die Straßensperre zu kommen, und passierte Roxbury auf einer Umgehungsstraße. Kurz darauf ersuchtete Revere Captain Pulling, die Lampen im Turm der Old North Kirche zu entzünden. Dies war das Zeichen für Charlestown, dass die Briten in Anmarsch waren. Revere selbst unternahm das lebensgefährliche Unterfangen unter dem Bug der HMS Somerset hindurchzurudern, um nach Charlestown zu gelangen und von dort aus direkt nach Lexington zu reiten. Er endete seine Route ständig, um den Nachtpatrouillen aus dem Weg zu gehen. Das haben wir ja gemacht.
Beide Reiter schafften es bis nach Lexington, um Samuel Adams und John Hancock von den anmarschierenden Soldaten zu warnen. Gemeinsam ritten Samuel, Prescott, Revere und Dorfs weiter nach Concord, wurden jedoch von Soldaten auf der Straße gestellt. Dorfs verlor sein Pferd und musste zu Fuß nach Lexington zurück. Prescott trieb sein Pferd zu einer in den waghalsigen Sprung über eine Mauer an und galoppierte weiter nach Concord, um die Minutemen zu mobilisieren. Revere wurde gefangen genommen und man drohte ihn zu töten. Er wurde nur dadurch gerettet, dass die Soldaten Schüsse in den Hügeln von Concord hörten und sich in den Kampf stürzten. Aber damit war das Abenteuer noch nicht beendet. Bei seiner Rückkehr nach Lexington traf er überraschend auf John Hancock, der sich als Offizier darauf vorbereitete, die vorrückenden Soldaten zu bekämpfen. Revere musste Hancock davon überzeugen, dass sein Platz nicht auf dem Schlachtfeld sei. Darauf zogen sich Hancock und Adams an einen sicheren Ort zurück. Sie vergaßen aber, eine Kiste mit Kongressakten mitzunehmen, die Schwierigkeiten verursacht hätten, würden sie den Soldaten in die Hände fallen. Revere ging noch einmal zurück, um die Kisten an sich zu nehmen, bevor die Soldaten Lexington Green erreichten.